Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich zeigen, wie man als Lehrerin oder Lehrer seinen Unterricht digital planen, organisieren und dokumentieren kann, und zwar mit dem Programm Microsoft OneNote. Bevor ich allerdings loslege, möchte ich noch ein paar Sachen dazu sagen. Warum gerade OneNote? Ich persönlich benutze es gar nicht, sondern ich benutze auf dem Mac das Programm Curio schon seit vielen Jahren und es ist für mich die perfekte Lösung. Warum stelle ich also OneNote vor? Zum einen gibt es Curio nur für den Mac. Wann immer ich also mit Kolleginnen und Kollegen spreche und wir jetzt auf das Gespräch kommen, wie ich meinen Unterricht plane, kommt meistens der Punkt, an dem sie sagen, ja, ich habe aber einen Windows-Rechner, also kommt Curio für mich nicht in Frage. Der zweite Punkt ist, dass Curio im Moment ca. $80 kostet und dementsprechend gerade Einsteiger etwas zurückhaltend sind, gleich so viel Geld auszugeben. Dagegen ist Microsoft OneNote kostenlos, beziehungsweise man bekommt es mit dem Office-Paket dazu, was viele Leute sowieso haben, sodass es aus meiner Sicht sehr gut für den Einstieg geeignet ist. Mit OneNote kann man also nun vieles abbilden, was ich auch in Curio mache, und das werde ich nachher auch gleich zeigen. Und man hat einen leichten Einstieg, weil man eben nicht gleich teure Software kaufen muss. Noch ein Wort zu einer Alternative. Es gibt unter anderem noch Evernote, was so ähnlich funktioniert wie OneNote. Allerdings würde ich den Einsteigern dennoch OneNote empfehlen, denn Microsoft wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit mit OneNote kein Geld verdienen müssen. Es gibt es eher als Attraktivitätszugabe zum Office-Paket dazu, wohingegen die Firma, die Evernote vertreibt, mit Evernote ihr Hauptgeld verdient, weswegen auch Evernote in den letzten Jahren immer wieder teurer geworden ist und vor allem auch jährlich bezahlt werden muss. Aus meiner Sicht ist daher OneNote für den Einstieg besser geeignet. Schauen wir uns also an, wie man mit OneNote seinen Unterricht organisieren kann. Ich habe hier nun beispielhaft mal ein Notizbuch angelegt, das eine Englischklasse abbilden soll. Grundsätzlich funktioniert OneNote mit Notizbüchern, von denen man unzählige anlegen kann. Ich würde vorschlagen, dass man pro Klasse und Jahrgang ein Notizbuch anlegt, also hier zum Beispiel für Englisch in der 9b ein Notizbuch. Und dieses Notizbuch kann dann mit solchen Tabs hier oben organisiert werden. Also zum Beispiel hier ein Tab für Organisation, ein Tab für Unit 1, Unit 2 und so weiter. Jeder dieser Tabs kann wiederum hier verschiedene Seiten enthalten. Also das heißt, ich könnte jetzt hier zur Unit 1 eine Seite für die Stunde am 15.03. anlegen, eine Seite für die Stunde am 18.03., eine Seite für die Stunde am 22. und so weiter. Und ich kriege dadurch alle Stunden des Schuljahres in diesem einen Notizbuch unter. Sie sind durch die Tabs und die Seiten alle ständig archiviert und zur Verfügung, ohne dass ich mit unzähligen Einzeldateien arbeiten muss, wie das zum Beispiel bei Word der Fall wäre. Ich kann nun in dieser Seite beliebig Elemente platzieren. Ich habe jetzt hier schon zum Beispiel schon mal eine Checkliste eingetragen, die ich benutze, um am Anfang Klassenorganisatorisches zu regeln. Ich kann hier eine Tabelle einfügen, in der ich meine Zeitplanung zum Beispiel im klassischen Fall machen kann. All das kann ich in frei beweglichen Kästen machen. Also ich kann diese Kästen hier verschieben und kann sie platzieren, wo ich sie gerade brauche. Und ich kann zum Beispiel hier auch in die Breite gehen und zum Beispiel einen Bildimpuls direkt hier nebendran platzieren und dann frei auf dieser Fläche hin und her die Inhalte verschieben. Und wenn ich zum Beispiel im Unterricht einen Beamer zur Verfügung habe, dann kann ich diese Planung an die Wand projizieren und kann mich dadurch durcharbeiten, während ich die Stunde halte. Ich kann alternativ zum Beispiel OneNote auch auf dem Tablet nutzen, das synchronisiert. Es gibt für alle Plattformen und alle Tablets und Smartphones Anwendungen von Microsoft, sodass alles immer synchron ist und ich je nach Gerät und je nach Umgebung immer Zugriff auf meine Inhalte habe. Es wäre also aus meiner Sicht sinnvoll, dass man, wie gesagt, pro Stunde eine Seite anlegt, auf der man all das Material platziert, was man braucht. Hier zum Beispiel dann auch den Tafelanschrieb oder eben die Checkliste. Dann könnte man eben die Unterrichtsplanung hier oben mit diesen Tabs machen, also zum Beispiel Einheiten oder Unterrichtseinheiten oder Lehrbucheinheiten oder andere Dinge, die man benutzt, um den Unterricht zu gliedern. Und innerhalb eines solchen Gliederungsabsatzes hat man dann eben beliebig viele Seiten, die man frei gestalten kann und die man auch mit Vorlagen füllen kann. Also ich habe hier oben das typische Konzept von Formatvorlagen, wie man es auch aus der Textverarbeitung kennt. Ich kann also zum Beispiel für den Tafelanschrieb oder für Merksätze und so weiter mir eine Vorlage aussuchen und immer diese dann verwenden. Ich kann auch hier zum Beispiel verschiedene Kategorien einblenden, also zum Beispiel Aufgaben, Fragen,
Ideen und so weiter, was jeweils dann mit einem solchen Kästchen verbunden ist, wie gesagt, das frei platzierbar ist und was dann ein Symbol trägt, in das ich freien Text eintragen kann. So. Und wenn ich nun merke, dass das weiter nach unten soll, dann ziehe ich es eben weiter nach unten und kann zum Beispiel weiter oben einen anderen Kasten einfügen, mit dem ich dann ebenfalls Text einbinden kann. Ich kann diese Checklisten zum Beispiel auch abhaken, sodass ich ständig einen Überblick habe, was ich schon abgehakt habe und was nicht. Wenn mir diese schlichte Ansicht nicht gefällt, gibt es sogar Papiervorlagen. Ich kann also sowas wie einen College-Block nachbilden. Das gibt ein bisschen Struktur, was durchaus für die Unterrichtsplanung ja auch interessant sein könnte. Generell habe ich ein reduziertes Maß an Formatierungen, aber alles eigentlich, was ich brauche, sodass ich eigentlich, wenn ich mit Word arbeiten kann, in OneNote auch sofort zu Hause bin. Nur, dass ich eben den Vorteil habe, nicht einzelne Dateien abzuspeichern, sondern diese einzelnen Seiten mit Hilfe dieser Organisation hier oben und mit den Notizbüchern immer zusammen an einem Ort zu haben und dementsprechend zum Beispiel auch nicht das Problem habe, dass ich eine einheitliche Benennung für Dateinamen verwenden muss und so weiter, sondern ich habe einfach eine Datei, das ist mein Notizbuch, zum Beispiel Englisch 9b, und da ist alles drin fürs ganze Schuljahr und im nächsten Schuljahr kann ich es auch noch gut nachvollziehen, was ich da alles gemacht habe. Es bleibt alles in der richtigen Reihenfolge. Das sind aus meiner Sicht die Punkte, die OneNote zu einem sehr gut geeigneten Einstiegsprogramm für die digitale Unterrichtsorganisation machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video war nützlich für dich. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Wenn du noch andere Erklärvideos zu verschiedensten Themen regelmäßig bekommen möchtest, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren, worüber ich mich auch sehr freue. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.